Und die Maidiladia zu gehen aus den Ruinen. Also eine Seldarin. Kann nicht verwendet werden von allem Möglichen. Kann nur von Elfen verwendet werden. Rüstungsklasse minus 9. Ja, also auch nur wieder ein Andenken. Oh, und was das Schwert? Eine schwere Armbrust und Tränke. Ihr habt Mighty Madia ihr Abzeichen abgenommen und dafür sehr viel Erfahrungspunkte gekriegt. Das sind Heilungselixiere. Und noch ein Schildtrank, okay. Können wir die Sachen so identifizieren? Nein. Bastardschwert Verteidiger. Ich glaube. ETW Rüstungsklasse und Rettungswürfe. Wir sind unbesiegbar. Die Armbrust. Schwere Repetierarmbrust, drei Angriffe. Kann nicht wahrscheinlich verwendet werden von Dieben. Zu schwach. Steht aber nirgendwo, wie stark man für das Ding sein muss. Naja. Schade. Dein Befehl. Aber ja, das war's dann hier. Vorwärts. Wenn ich noch einen Schritt machen muss, fallen mir die Füße ab. Ich bin müde. Wir müssen rasten. Ich muss mich bald ausruhen. Ich bin erschöpft. Lasst uns eine Weile rasten. Die Dämonen des Schlafes jagen mich. Ich brauche eine Pause. So, das heißt, wir nehmen den Durchgang hier. Sind ja ansonsten fertig hier unten, ja. Also ja, die haben wirklich schon große Arbeit geleistet, die Schmiede zu zerlegen. So, dann gehen wir mal wieder hier rein. Oh, das Gebiet ist größer als gedacht. Kann ich helfen? Du sicherheitshalber noch mal eine Ja. Verteidigungsmatrix. Ja. Haken, Handschuh, Oberarmschiene, Armkacheln, Unterarmschiene, Vorderflug, Bauchreifen, Beinröhre, Kniebuckel, Bärenlatsch. Wer seid ihr? Ich bin Bruder Haken, demütigst vom ehrwürdigen Bruder Pockeli mit der Befehlsgewalt über seine Schöpfung gesegnet.
Beinröhre, Kniebuckel, Bärlatsch. Was macht ihr? Ich nehme ein Ritual des Gehorsams teil. Auf diese Weise erteile ich dem geliebten Diener unserer Kirche die Stimme von Dudel Anata. Befehle. Ihr habt seinen Segen früher schon erfahren. Handschuh, Oberarmschiene, Armkachel. Ich befehle euch, sofort damit aufzuhören. Ihr könnt die Seele nicht länger quälen. Ja, ich erinnere mich. Ich war nicht besonders glücklich darüber. Warum haltet ihr nicht davon ab, mich anzugreifen, bevor ich euch in Stücke schneiden muss? Ja, quäle seine Seele nicht länger. Gotteslästerer, die heilige Litanei, die ich rezitiere, stammt direkt aus dem Mund Pokelins. Wenn sein Wort nicht Gesetz ist, was ist dann Gesetz? Visier Helm. Das Wort Ilmatas ist unser Gesetz. Ihr folgt den Worten eines Mannes. Könnt ihr überhaupt die Gebete eures Glaubens sagen? Natürlich, wie könnt ihr es wagen, meinen Glauben anzuzweifeln? Geliebter Ilmata, wir setzen... Moment. Wir bitten dich um... verdammt, wir setzen dich ein für gnädiger Herr, oh großer, gütiger... Sterbt! Euer Ende ist nah! Ich möchte mich ja nicht einmischen. Ich werde dich töten. Aber vielleicht sollten wir eine Rast einlegen. Oh, da kommt. Wenn ich noch einen Schritt mache, verdammt viel. Wie lautet deine Aufgabe? Dein Befehl? Ich bin müde. Worum handelt es sich? Rasten. Ich werde tun, was ich kann. Komm, Luft. Sag, was du von mir willst. Eine Schande, dass wir gewalttätig werden müssen. Werde Zeugen wahrer Macht. Die Dämonen des Schlafes jagen. Ich brauche eine Pause. Komm zum geweihten Tempel des Leidens. Willkommen in unserer bescheidenen Kirche, Jünger des Leidens. Ich bin Bruder Peradiem, Diener des Ilmatas. Was führt euch hierher? Sucht ihr Ekstase durch die Hände der Diener Ilmatas? Dieser Tempel sieht nicht aus wie ein Ort, an dem gütige, sanfte Götter verehrt werden. Hier tut nicht das Werk Ilmatas. Dieser Tempel ist eine Verhöhnung all dessen, wofür Ilmatas steht. Nein, ich suche nicht nach Ekstase. Ich suche den ehrwürdigen Bruder Pokelin. Ich suche nichts derartiges. Lass mich in Ruhe. Ich suche Pokelin. Wenn ihr den ehrwürdigen Bruder Pokelin sucht, dann sucht ihr auch Ekstase. Er ist der Weg, auf dem wir ins Paradies gelangen. Er zeigt uns die wahre Verehrung Ilmatas. Er zeigt uns das kommende Zeichen. Nicht mehr die blutige Folterbank, sondern die gefesselten Hände. Er glaubt, dass es in den nächsten Jahren oft benutzt werden wird. Hört mal, wir glauben, dass Pokelin ziemlich üble Machenschaften verstrickt ist. Das ist euch doch nicht egal. Wacht auf, Peridim. Pokelin benutzt euch nur. Ihr dient ihm, nicht dem Mater. Sagt uns einfach, wo Pokelin ist. Nehmen wir die Eins. Wenn eure Welt auf den Kopf gestellt wird, wenn euch euer Verständnis von der Welt genommen wird, dann bleibt euch nur noch der Glaube. Und in meinem Glauben habe ich das als Leitfaden nur das Gesetz. Das ist das Gesetz, das wir befolgen. Es ist das Einzige, was wir befolgen können. Deshalb folgen wir Pokelin. Was ihr tut, ist falsch. Seht ihr das denn nicht ein? Ihr bestimmt nicht, was recht und was unrecht ist. Wir Anhänger Matas sind synoptisch. Wir sehen mit einem Auge einem Geist. Wir sehen mit dem Auge unseres Gottes. Wenn wir unsere Sehkraft verlieren würden, müssen wir einem folgen, der führen kann. Diejenigen, die zögern, stürzen in den Abgrund und brennen für ihre Vergehen. Ohne Pokelin würde unser Glauben sterben. Er ist das Einzige, was wir begreifen. Ich kann keine Seele unberührt und keinen Sinn getrübt lassen. Wenn ihr versucht, auf diesen heiligen Boden zu reisen, werdet ihr den Dienern Ilmatas begegnen. Meine armen Brüder haben sich im Glauben nicht bewährt. Und dienen sie Ilmata über das Grab hinaus. Ihr seid gewarnt worden, Ungläubiger. Oh, höre Mumie. Sofort! Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Oh, auf sie ist was Böses. Auf sie ist Schmerz gewirkt. Oh, und Betäubung. Das ist nicht so gut. Und da ist sie tot. 61 Schaden durch ja. Wo war unser letzter Save?
Das war der Autosave hier. In Ordnung. Wenn ich noch einen Schritt machen muss, fallen mir die Füße ab. Auf in den Sieg! Gefangenen! Ich bin müde. Wir müssen rasten. Kann ich helfen? Ja, indem du einen Wyvern rufst. Ist etwas nicht in Ordnung? Du... Jo, Verteidigungsmatrix. Ja, mach am besten noch den... Oh, obwohl. Bereit für neuen Tag. Wie kann ich Held sein, die Dämonen des Schlafes jagen mich? Ich brauche eine Pause. So, da haben sie meinen Lindwurm getötet. Ja. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Was du von mir willst. Das hat wahrscheinlich uns allen wehgetan, aber ist halb so schlimm. Wie kann ich helfen? Es soll geschehen. So, wir ziehen uns zurück und schlafen mal. Es soll geschehen. So. Was? Wenn es sein muss. Gut, dann... Gucken wir mal. Die sind von allen möglichen Gegnern umringt. Und das Idol. Dein Befehl? Eine Schande, dass wir gewalttätig werden müssen. Ja. Vorwärts. Okay, wir werden verfolgt. Den Stecker. Euer Leben ist verwirrt. Ja. Sag, was du von mir willst. Woran hast du gedacht? Wie spawnt hier? Wie kann ich helfen? Mögen die Götter mich schützen! Sollten eigentlich nicht respawnen, das habe ich in Erinnerung. Dein Befehl? Ja? Naja, das hatten wir schon alles und jetzt kommen noch mehr von denen. Euer Ende ist nah! Ihr könnt ruhig zurückschlagen. Auf in den Sieg! Ich werde tun, was ich kann. Von mir aus noch eine Schädelfalle dahin? Wie? Sag, was du von mir willst. Wie kann ich helfen? So, Quicksave. Moment, kann ich gespeichert werden? Okay, jetzt kann gespeichert ich werden. Ich höre. Ich tu's. Wir sollten eigentlich so gut wie... Ach. Du bist auch immer noch hier. Oh.
Okay, hier sind noch jede Menge. Ja, das andere ist eine weiße Taube in einem Kreis.